Hallo Atmi, hallo Ginny, herzlich willkommen zum Zimmerduell. Wer von euch beiden ist denn Erster am Buffet? Am Buffet. Am Buffet. Also beim Frühstück oder allgemein? Allgemein. Der hinterfragt immer. Das ist keine Übereinstimmung, Männer. Ja, Alter, ich springe jedes Mal auf. Ich ja auch. Ja, ich bin trotzdem schneller. Das stimmt. Ja, dann haben wir jetzt erstmal so weit zum Warmwerden, war die Frage. Neue Frage, neues Glück. Wer von euch beiden ist denn aufgeregter vor dem Spiel? Diesmal ist Admir wesentlich schneller, Geni. Ja, dann weiß ich, was der gemacht hat. Erster Punkt für euch. Warum ich? Ich bin noch nicht aufgeregt. Hä? Glaub schon. Ja? Okay. Wer von euch beiden würde denn eher einen Boxkampf gewinnen? Ja, zweiter Punkt für euch. Ist doch klar. Guck mir mal an. Ja, deswegen bin ich auch schneller beim Essen. Guck mich mal an. Ja, wobei dein Bauch. Ey. Wer von euch beiden duscht denn länger nach dem Training? Also Sauna, Kältebecken, Duschen. Ne, Dusche. Dusche an sich. Wer steht länger unter der Dusche? Hast du? Ja. Na, keine Bitte? Übereinstimmung. Ginny sagt beide. Beide, wir sind immer gleich. Ja, darf man das auch machen? Ja. Darfst du auch? Ja, das wusste ich nicht. Oh, das hat man aber vorher gesagt. Ja, das wusste ich echt nicht. Aber jetzt weiß ich. Ja. Jetzt kommt eine klare Frage vielleicht. Also, ich weiß es nicht. Aber wer von euch beiden isst denn mehr Süßigkeiten? Boah. Hast du schon? Nee. Punkt für euch. Hast du auch beide das? Gleich. Ja. Okay. Was ist die Lieblingssüßigkeit von euch? Boah, ich esse wenig, ne? Muss ich ehrlich sagen. Schokobons manchmal, aber sonst. Ich auch, aber die weißen, die speziell. Ja, die weißen, aber die gibt's nicht immer. Das ist das Problem, deswegen esse ich nicht so. An dieser Stelle, das ist keine Schleichwerbung. Ja. Wer fährt nach dem Training denn früher nach Hause? Fahrt ihr zusammen? Nö. Aber Punkt für euch. Wer von euch beiden flucht mehr, wenn er sich ärgert? Boah, das war schnell. Das war richtig schnell. Wer von euch beiden hat denn mehr Angst im Dunkeln? Keine Übereinstimmung. Ja, beide, Alter. Das ist ja nix, die Frage. Hast du jetzt mich gemacht? Nee, mich. Warum? Schläft mit Licht an. Wer von euch beiden zahlt denn häufiger Strafen in die Mannschaftskasse? Beide gleich viel oder beide gleich wenig? Auf jeden Fall gleich wenig. Gleich wenig. Stark. Wer von euch beiden würde denn eher in der Wildnis überleben? Punkt. Beide gleich schlecht. Der siebte Punkt. Keine von? Survivor? Von 10. Ja, von 10. Ja, einmal wusste er nicht, also 7,5. Wer von euch beiden ist denn pünktlicher? Ja, zu spät. Hast du schon? Ja. Wer pünktlicher ist? Also. Admir hat sich entschieden. Pünktlicher? Ich warte schon immer auf dich, oder? Ja, aber pünktlich heißt nicht zu spät kommen. Beim Training? Allgemein. Leider kein Punkt. Was hast du gemacht? Klar, du? Bin ich immer. Ich bin 2 Stunden vorher da. Aber du auch. Eigentlich wären beide so, ne? Ich habe ja so angezeigt. Ja? Na, aber ich muss schon ein paar Mal auf dich warten. Wer von euch beiden hat denn den besseren Abschluss? Punkt. Ja. Der achte. Das ist mein Admir. Aber nur mit rechts, ne? Ja.
Wer von euch beiden ist denn morgens schlechter gelaunt? Hast du schon? Mhm. Hast du schon? Mhm. Schlechter gelaunt. Auch kein Punkt. Was? Beide nicht. Beide gut drauf immer. Beide gut oder beide schlecht? Hast du jetzt mich angezeigt? Nee, mich. Nein. Ja gut, ich weiß ja jetzt nicht, wie es ist, wenn er zu Hause aufsteht. Das kann ich nicht wissen. Muss meine Frau fragen. Wer von euch beiden hat denn den besseren Style? Bei mir ist es nicht so schwierig. Hast du jetzt schon die Kelle hochgehalten? Nee. Achso. Du? Also wie beim Training und so? Oder? Nee, Privatklamotten. Ach so. Das ist fies, ey. Wie hat man denn Style beim Training? Ja, ja, Jogger. Im Nike-Jogger. Aber sonst so bei den Spielen und so, wenn ich auf der Tribüne bin, schon gut, der auch gut. Hat er schon? Ja. Ich will den Punkt. Ja, jawohl. Da ist er. Ich wollte es ihn nehmen, ehrlich jetzt, weil der, wenn der sich anzieht, sieht er aus wie ein Sportdirektor. Und da sind wir bei der letzten Frage. Wer von euch beiden ist denn der größere Tollpatsch? Das könnte euer 10. Punkt werden, Männer. Tollpatsch. Ja. Hat er schon? Nee. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Mhm. Aber wenn wir lange überlegen, dann gibt es nur eine Antwort. Ja. Oh, ja, gut. Gut, ist es der 10. Punkt. Aber 10 Punkte. Ein Ding wusste ich nicht. Müssen wir ein Videobeweis jetzt? So eine andere Frage machen. VAR. 10 Punkte ist nicht so. Wer hat mehr Haare auf dem Kopf? Danke fürs Mitmachen.